Nenzovic. Die Weißrussen wollen noch den Ausgleich in den letzten drei Minuten. Sie haben die Niederlande geschlagen, als sie schon qualifiziert war. Sie haben den Türken ein 2:2 abgetrotzt. Und sie liegen nur 2:1 bei einer deutschen Mannschaft, die viel versucht, die viel improvisiert, die viel testet. Zurück, aber die immer noch klasse Leute auf dem Feld hat. Buliga. Schafft er es, Lehmann, der Ausgleich. Macht Lehmann keinen guten Eindruck. Beginnen wir mit dem, was davor passiert. Buliga spaziert herum um die deutsche Innenverteidigung. Wird kaum gestört. Fast körperloses Spiel der Abwehr. Man lässt ihn laufen, lässt ihn schießen. Fritz, Jones, der Ballverlust, zu gedankenlos. Und dann spaziert Buliga auf Metzel dazu und schießt ja fast mitten aufs Tor. Das ist auch Lehmanns Fehler. Man muss nicht drum rumreden. Ein unbequemer Ball, war flach geschossen, aber den hat er in guter Form. Zweifellos. Ja, und das 2:2 bei allen Chancen, die die Deutschen hatten, ist für die Weißrussen vielleicht ein wenig schmeichelhaft, aber sie haben durch ihr beherztes Spiel nach vorne sich eine Situation wie diese erarbeitet, erspielt, eben auch erspielt über Alex Klepp, der immer wieder öffnende Bälle spielte, über Pozzillo, so lange auf dem Feld war, Rodionov eine Bereicherung, auch der schnelle Sitko außen. Da sind einige Spieler mit Perspektive für bessere Ligen als die, in denen sie zu Hause sind. Sie haben der deutschen Mannschaft richtig Probleme bereitet. Und Lehmann da ein schönes Ding ins Netz gelegt. Der Torschütze geht. Buliga, der dieses Spiel auch so schnell nicht vergessen wird. Schauen Sie, wie der strahlt. Kornilenko kommt. Beide Tore. Und schauen Sie, Bernd Stange, ist das ein Tag? Nicht zu fassen. Was hast du gemacht? Vitali Buliga in den letzten zwei Jahren in 50 Spielen gerade mal 2 Tore gemacht in Russland als Stürmer. So viel macht er in Deutschland, in dem Spiel gegen Deutschland in knapp 90. Weil einfach zu sorglos und zu gemächlich verteidigt wurde und weil scheinbar die Kraft aufgrund der Trainingsbelastung, so interpretiere ich das, nicht mehr da ist. Und so steht es hier jetzt 2:2 in diesem Freundschaftsspiel mit Weißrussland. Marin. Der hat die Zeit genutzt hier, um seine Vorzüge deutlich zu machen. Klepp. Der Kapitän, der weißrussische Fußballer des Jahres in Serie, Alexander Klepp, mit einem der wenigen Pässe, die nicht präzise beim Mitspieler ankamen. Clemens Fritz. Christoph Metzelder. Hat hier die Dynamik, die Zweikampfstärke und Härte präsentieren können, die ihn bei der WM 2006 oder auch 2002 auszeichnete. Spielpraxis ist nicht nur bei ihm, auch beim Torhüter ein Stichwort. Es sind noch 11 Tage. Es ist nur ein Freundschaftsspiel. Aber die Summe an Fehlern überrascht doch. Da hat er wieder was zu tun, Joachim Löw. Tolles Länderspiel in der Schweiz beim 4:0-Erfolg. Er hat die richtigen Schlüsse aus dem Österreich-Spiel trotz klaren Sieges gezogen. Und er wird auch jetzt wissen, was zu tun ist. In der Hoffnung, dass nicht, das war der Fuß von Miroslav Klose, noch mehr Spieler hier etwas abbekommen haben in dieser Partie. Schweinsteiger mit dem Schlag auf den Knöchel, Klose mit bandagiertem Fuß. Jansen, der kurzfristig absagen musste mit Verspannung im Oberschenkel.
Auf Mallorca sitzen auch 6 Spieler, die aber nur leichtere Blessuren oder Krankheiten davongetragen haben. Aber Fritz nochmal. Neuville. Oliver Neuville. Es gibt nochmal einen Eckstoß. Beim ersten Duell in der Historie gegen Weißrussland vielleicht die Chance zum Siegtreffer auf den letzten Drücker. Metzelder und Mertesacker schleppen sich, so möchte ich es mal sagen, nach vorne. Der Elan hat gefehlt, nicht nur jetzt hier beim Nachrücken, sondern in der gesamten zweiten Hälfte. Helmes und Neuville. Und das Puzzle wird morgen vollendet von Joachim Löw und Hansi Flick. Trifft's Neuville, trifft's Helmes. Marin wohl kaum. Die sozusagen überraschendste Nominierung, Marco Marin, ist im Nachhinein von vielen als richtig angesehen worden. Die Gladbacher haben sich sehr gewundert. Weder der Trainer Luukay noch Christian Ziege waren eingeweiht in die Gedankenspiele Löws. Fritz, Ball ein bisschen versprungen. Chance dahin. Lahm. Kein gutes Spiel von ihm. Dafür zu zurückhaltend in der Bewegung nach vorne. Und mit einigen fahrlässigen Pässen hinten. Möglicherweise eine Warnung zur richtigen Zeit. Dieses 2:2 gegen Weißrussland und vor allem die Art und Weise, wie es zustande kam. Einige Baustellen, die von Lehmann wird Löw nicht aufmachen. Der hat hier nicht gut ausgesehen in den ersten 25 Minuten, wo eigentlich noch gar nichts passiert war. Der hat beim zweiten Gegentor einen Fehler gemacht. 2, 3 gute Paraden waren auch dabei bei Jens Lehmann. Er gibt sich gelassen, trifft seinen Teamkollegen Alex Klepp, deswegen jetzt auch die Freude. Noch Teamkollegen, Lehmann geht auf jeden Fall, Klepp wahrscheinlich, was Arsenal London angeht. Für die Weißrussen ist das ein enormer Erfolg, ein Prestigepunkt, ein 2:2 in Deutschland beim WM-Dritten. Macht aber auch deutlich, welche Möglichkeiten dieses Team noch hat. Bei der deutschen Mannschaft gibt es eine Menge zu tun und wir hören mal nach, wie die Protagonisten das selbst empfunden haben. Jürgen Bergener hat Christoph Metzelder am Mikrofon. Das war Fußball live im Ersten mit der deutschen Nationalmannschaft. Präsentiert von Bitburger. Christoph Metzelder, war es ein typisches Testspiel? Licht, aber auch eine Menge Schatten? Ja, ich denke in allen Mannschaftsteilen. Ich glaube, wir haben lange nicht mehr so gelitten heute. Ich glaube, jeder Einzelne wie heute. Wir haben die letzten Tage sehr, sehr intensiv trainiert. Und ich glaube, das hat man gerade in der zweiten Halbzeit gemerkt. Aber es war für uns eine gute Testeinheit. Da muss man sich dann auch mal durchbeißen, auch wenn es sehr, sehr schwer fällt. Aber ich denke, das wird uns gut tun für das Turnier dann. Gelitten wurde vor allem auch in der Defensive, vor allem im Stellungsspiel. Warum? Ja, wir sind natürlich noch in der frühen Phase. Muss das eine Rad noch ins andere greifen. Ich denke, in der ersten Halbzeit standen wir doch innen dann sehr, sehr gut. In der zweiten Halbzeit hat man auch in allen Mannschaftsteilen lang gemerkt, dass wir es auch nicht mehr so belaufen konnten. Ihr erstes Länderspiel in diesem Jahr. Merkt man, dass noch was fehlt? Merkt man das persönlich? Ja, sicherlich einige Details. Aber ich glaube, dass es insgesamt durch die ganze Mannschaft heute ging, dass wir doch die Trainingseinheiten gemerkt haben. Danke, Christoph. Alles Gute. Danke. Er hatte mit den Problemen hinten nicht so viel zu tun, weil er mehr nach vorne arbeiten soll. Der Bundestrainer nennt ihn den Kleinen, Marco Marin. Und er hat lange mit ihnen in der Halbzeit gesprochen und am Ende haben sie gelächelt. Was hat er denn gesagt? Sollten sie ein Tor machen? Ja, er meint, ich soll mein Spiel spielen, frech, offensiv, das 1-gegen-1 suchen und keine Angst haben. Keine Angst haben ist ein gutes Beispiel für das, was wir gesehen haben. Ihre Dribblings, die hat der Bundestrainer gefordert, sonst wären sie nicht hier. Die haben sie heute auch gespielt. Ist das anders, wenn hier 49.000 im weißen Trikot auf der Tribüne sind? Ja, natürlich, ein ganz anderes Gefühl, hier für Deutschland zu spielen. Und das macht einen richtig stolz. Und schade, dass wir am Ende noch das 2:0 aus der Hand gegeben haben, aber okay. Die EM war heute noch nicht zu gewinnen, aber ein Stammplatz. Morgen um 12 ist es soweit. Zittern Sie oder sind Sie sich schon ganz sicher, dass Sie dabei sein werden? Nee, ich habe noch keine Ahnung. Ich hoffe natürlich, dass ich dabei bin und Fieber auch morgen entgegen.
Dann viel Spaß dabei. Danke. Und er hat dieses Lächeln schon im Gesicht, dass er schon ein bisschen Gewissheit hat, kann man denken. Und wenn man die Leistung gesehen hat, wenn wir schon gerade bei Marco Marin sind, ist eine frische Farbe und er wird sich in dieser Mannschaft einfinden. Ja, frisch in jedem Fall ist er und ich glaube auch, dass er dabei sein wird. Wenn er am Ball ist, tut sich immer irgendetwas, was ich in der ersten Halbzeit auch schon gemeint habe. Es ist so, dass er noch sehr viel mit dem Kopf durch die Wand will, dass er durch zwei, drei Gegner hindurch will, was einfach international ja gar nicht funktionieren kann. Das wird er frühzeitig noch merken, da wird er auch eine ganze Menge Schrammen abbekommen. Und deswegen ist das eine Lernphase und er sieht das ja richtig. Man sieht, dass er ein netter Kerl ist, der mit beiden Füßen auf dem Boden ist und da wird sich vorerst nichts daran ändern. 2:2 gegen Weißrussland. Man könnte am Ende dieses Spiel sagen, ist besser als vor 4 Jahren. Da gab es 0:2 gegen Ungarn und wir sind gespannt, was der Bundestrainer dazu zu sagen hat beim Monika Lihaus. Er ist nämlich trotz Zahnschmerzen da. Vielen Dank dafür. Joachim Löw, geht's ein bisschen besser? Muss mich durchbeißen, ja. Wie das die Spieler auch. Ja. Wollte ich gerade sagen, das gilt für die Mannschaft auch. Nur ein 2:2, wie ich Sie einschätze, ist Ihnen das Ergebnis relativ egal gewesen heute. Dennoch können Sie vermutlich auch mit dem Spiel nicht ganz zufrieden sein. Nee, sagen wir mal, zweite Halbzeit und das so die letzten 30 Minuten, war schon ein bisschen enttäuschend, dass wir eine 2-0-Führung eben aus der Hand geben. Ich meine, es gibt einiges zu verbessern, aber man hat auch merklich gespürt, dass die Spieler schon auch müde sind, weil wir haben schon auch hart trainiert. Dennoch waren da so ein paar Fehler in der Abwehr, die Ihnen ganz und gar nicht geschmeckt haben werden. Jens Lehmann hat den Rekord und zwar mit weitem Abstand. 680 Minuten war er ohne Gegentreffer, wirkte heute aber alles andere als souverän. Er hat 2-3 Glanzparaden gehabt, aber eben auch 2-3 sehr unsouveräne Situationen. Also 2-3 Bälle hat er schon noch vereitelt, 2 gute Chancen. In der nächsten Woche, ich glaube in 12 Tagen geht's los, werden alle Spieler in einer viel besseren Form sein als heute, das kann ich versprechen. Das ist schön zu hören, da verlassen wir uns auch drauf und Sie sicher auch. Lassen Sie uns mal über die sprechen, die heute noch Akzente setzen sollten. So hat Hansi Flick sich ausgedrückt. Er hat gesagt, natürlich haben Sie durch Ihre Analysen sich schon ein Bild gemacht vorher, wollten aber mal schauen, wer kann denn heute noch glänzen? Wer hat Ihnen denn besonders gut gefallen? Also in der zweiten Halbzeit war sicherlich nicht einfach für die Spieler, die dann von der Bank kamen, so ins Spiel zu finden, weil da war schon auch ein Bruch vorhanden. Ich denke, dass wir heute Abend jetzt nochmal in aller Ruhe uns auf Mallorca zusammensetzen, nochmal ein bisschen analysieren. Ich meine, die Entscheidung fällt schwer, das ist auf jeden Fall so. Aber ein Satz zu Marco Marin, der sein Debüt gegeben hat, können Sie vielleicht doch verlieren. Also man spürt bei ihm, dass er einfach auch schon auch sehr gute Ansätze hat. Wenn er mal im 1-gegen-1 ist und so, ist er in der Lage, jemanden auszuspielen. Körperlich muss er sicherlich noch ein bisschen zulegen, aber er ist schon ein Spieler für die Zukunft. Warum haben Sie David Odonkor von Anfang an spielen lassen? Wir mussten uns ein paar Gedanken machen, wie man einfach die Besetzung von Beginn weg macht. Clemens Fritz war angeschlagen, der hat eine Rippenprellung. Marcel Janssen ist auch kurzfristig ausgefallen. Und deswegen habe ich gedacht, mit seiner Schnelligkeit eben auch mal über die rechte Seite so ein bisschen in die Tiefe reinzustoßen. Gerade mit Philipp Lahm wäre eigentlich sinnvoll. Hitzlsperger links war aber nicht wirklich eine Alternative, oder? Nee, Hitzlsperger links war jetzt eigentlich wirklich aus der Not geboren, weil Marcel Janssen heute Morgen sich so ein bisschen eine muskuläre Geschichte geholt hat. Wir wollten natürlich kein Risiko eingehen und heute Morgen ist auch noch Heiko Westermann abgereist, weil seine Frau im Krankenhaus lag dann plötzlich und sie hochschwanger ist. Also sonst hätte man